Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit eingeschaltet habt. Es ist mal wieder soweit. Kakerlaken-Party-Zeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die vergangenen Telefonate aus der gesamten letzten Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Ja, guten Tag. Guten Tag, hallo, Herr Lips. Ja. Ich grüße Sie, Veronika Müller ist mein Name. Ja. Geht es Ihnen gut weit, ja? Was? Ich rufe Sie an als Signalgeberin von einer Anlageberatungsfirma. Wir möchten gerne die neue Gelegenheit mit Ihnen teilen, was ist jetzt gerade aktuell im Finanzmarkt passiert. Ach, hier steht, das Sie sind schon bekannt. Wie bitte? Was ist denn passiert? Im Finanzmarkt, alle Instrumente sind sie schon im Rot. Aha, alles kaputt oder wie? Alle sind im Rot. Jetzt momentan, wir haben uns eine sehr gute Gelegenheit, mit Profite online zu generieren, mit Aktien, mit Amazon und so weiter. Ich würde gerne wissen, bis jetzt, Herr Lips, haben Sie schon Investitionen gemacht? Nee. Nee. Oh Gott, wieso haben Sie niemals probiert? Waren Sie nicht so gut informiert, keine Zeit oder was? Warum sollte ich denn? Weil Geld zu machen, wie alle Menschen in der Welt. Aha. Ja, und nun? Ja, wir sind hier, einen neuen Weg zu erklären, wie können Sie auch ein reicher Mann sein, mit Geld Profite online zu generieren, ein passives Einkommen zu haben. Sie wissen es schon, Herr Lips, weil seitdem der Krieg im Ukraine angefangen hat, unser Leben ist sehr schwierig geworden. Und leider wird noch schwieriger sein wegen Inflation. Wir wissen schon, weil ja zurzeit jeder will ein passives Einkommen zu generieren, mit einem Wort selbstständig finanziell zu sein. Weil jeder will 200 oder 300 Euro am Ende des Monats Bonus zu haben. Das wäre ganz lieb, oder? Aber geht man da nicht normal arbeiten? Wenn Sie es wollen, natürlich normal arbeiten. Wieso nicht? Herr Lips, ja? Stellen Sie sich vor, zum Beispiel, Sie sollen jeden Tag auf der Arbeit gehen. Sie sollen auch müde sein. Aber im Finanzmarkt mit Kryptos oder mit weiß ich, Sie können 2 Stunden pro Woche arbeiten und da können Sie viel Profite online zu generieren. Die Experten sind bereit, Ihnen zu erklären, wie es schon möglich ist, ein passives Einkommen zu haben. Ach. Herr Lips, hoffentlich sind Sie jetzt zu Hause, oder? Ich bin zu Hause, ja. Okay, Herr Lips, öffnen Sie die Computer und schreiben Sie da investing.com. Schauen Sie erstmal, wer wir sind, was wir machen, was können wir uns anbieten. Sowieso am Ende, Sie werden selber entscheiden. Wir wissen schon, wir sind schon groß genug und jeder entscheidet für sich selbst. Aber was meinen Sie mit, ich soll den Computer öffnen, weil dann verliere ich doch die Garantie, wenn ich da drin rummale. Im Computer, Sie können investing.com da schreiben. Und Sie können mit Ihren Augen die neuen News, die neue Ideen, die Bewegung sehen. Okay? Verstehe ich nicht. Wenn ich meinen Computer aufschraube, dann verliere ich doch die Garantie. Wieso verlieren Sie die Garantie? Naja, wenn man den Augen einfach aufmacht und man da keine Ahnung von hat. Moment, nein. So, Herr Lips, Google ist gar kein Mensch. Das kann Ihnen versprochen. Wir benutzen einfach Google. Sie können einfach auf Google gehen und investing.com schreiben. Schauen Sie gerade erst mal soll ich ja bitte. Noch den Computer öffnen, das habe ich nicht verstanden. Ja, Entschuldigung. Gehen Sie vor dem PC auf Google, schreiben Sie da investing.com. Ah, mein Gott, Sie haben mich ganz gut verstehen, aber Sie spielen ein bisschen mit mir, aber egal, ich spiele auch manchmal mit Leuten. Naja, aber ich kann damit ganz klar kommen. Ah, wiederholen Sie, was Sie sagen. Sie verstehen mich ganz gut. Gehen Sie vor dem PC und ganz oben im Suchleister schreiben Sie da investing.com. Ja, und dann? Und dann, ich habe die Kollegin hier, die kann Ihnen
zu erklären, wie können Sie ein passives Einkommen zu haben. Das war's. Aha. Die Beraterin, die sind ganz, ganz gut. Die haben alles gemacht. Aha. So. Haben Sie geschrieben oder so die Buchstaben? Ich habe geschrieben, was Sie gesagt haben, ja. Hallo, Herr Lips? Ja. Sind Sie jetzt vor dem PC? Ja. Schreiben Sie da auf Google, ganz oben im Suchleiste, investing.com. Ja, habe ich ja schon. Perfekt. Sagen Sie mir bitte, was steht da? Weil ich will ganz genau wissen, ob Sie die richtige Seite sind, okay? Ich bin auf Google. Haben Sie schon da geschrieben, investing.com, ganz oben im Suchleiste? Habe ich in die Suchleiste von Google reingeschrieben, ja. Okay, und was steht da? Drücken Sie da Enter. Sie benutzen PC, oder? Ja. Aber ich höre gar nichts, dass Sie etwas schreiben, aber okay. Aha. Aha, ja, ja, aha. Was steht da? Jetzt sollen Sie mir sagen, was sehen Sie da? Und wenn Sie die richtige Seite, ich mache Sie weiterleiten und dann ich sage Ihnen Tschüss. Das war's. Nur ich habe jetzt hier die Google-Suchergebnisse. Okay, schreiben Sie da. Herr Lipp, darf ich wissen bitte, wie alt sind Sie? Weil Ihre Stimme klingt sehr, sehr jung. Darf ich raten? Was? Darf ich raten, wie alt sind Sie? Ja, dann raten Sie mal. Circa 18? Nee. Sondern? Anders. Anders, aber wie denn? Wie viele Jahre sind Sie? Ja, älter als 18. Nein, das glaube ich niemals, weil Ihre Stimme klingt wirklich sehr, sehr jung. Sagen Sie mir bitte, wie... Sagen Sie mir, guter Mann, wie alt sind Sie? Nee, das verrate ich nicht. Okay, was sind Sie beruflich? Beruflich? Aha. Also, Sie meinen, womit ich mein Geld sonst die ganze Woche über verdiene? Ja, genau. Fanden Sie das schon lustig? Was arbeiten Sie denn? Ich wüsste jetzt nicht, wozu das jetzt dient, was Sie davon haben. Oh Gott, wissen Sie was? Was denn? Bevor Sie mir ganz genau sagen, wie alt sind Sie, was arbeiten Sie, ich darf nicht mit meiner Kollegin verbinden. Aha. Weil die sind immer sehr neugierig zu wissen, wie alt sind die Leute und was arbeiten die. Ja, damit wir ganz genau wissen, ob die Leute Geld haben. Was hat das damit zu tun, ob die Leute Geld haben? Ja, möchten Sie Geld zu haben oder möchten Sie gar nicht, verdammt? Jetzt spielen Sie mit mir oder was? Nö, aber vielleicht spielen Sie ja. Nein, ich spiele mit niemandem, weil ich bin hier die Beste zu sein, aber leider, ich habe komische Kunden, deswegen schaffe ich das nicht. Ach so. Ja. Möchten Sie weiterleiten oder gar nichts? Ja, machen Sie doch. Liegt ja nicht an mir. Ja. Nein, haben Sie schon da geschrieben, investing.com? Sie sollen mir sagen, wie alt sind Sie? Investing.com habe ich schon geschrieben, ja. Okay, was steht da bitte? Die Google-Suchergebnisse. Die Google-Suchergebnisse. Aber sehen Sie da ein schwarzes Quadrat? Google ist doch kein schwarzes Quadrat. Was steht da? Haben Sie schon investing.com geschrieben? Ja, habe ich in die Google-Suche reingeschrieben, ja. Sagten Sie ja. Okay, ganz oben im Suchleiste. Und ja. Was kommt jetzt? Haben Sie schon da Enter gedrückt? Unten ist ja keine Suchleiste von Google. Ich habe schon Enter gedrückt, sonst hätte ich ja nicht die Suchergebnisse. Habe ich ja schon gesagt, dass ich die sehe. Und was kommt da? Na, die Google-Suchergebnisse. Das Ergebnis. Sehen Sie ein paar Resultate oder eine Seite? Ja, ich sehe hier Resultate. Resultate, okay. Was steht da in die erste? Lesen Sie bitte. Das erste wäre CFD Trading App Germany CFD Trading Demo Account. CFD Trading Demo Account. Ja. Nein, nein, nein. Ja. Löschen Sie, was Sie geschrieben haben. Haben Sie schon investing.com, oder? Ja, das habe ich geschrieben, so wie Sie das gesagt nein, haben. Nein, Sie haben mir falsch gesagt und Sie haben selber auch falsch geschrieben. Löschen Sie und schreiben Sie, buchstabieren Sie nochmal. Ja, dann buchstabieren Sie nochmal. I wie Ida. Ja. N wie Nora. Ja. V wie Vogel. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. T wie Theodor. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nora. Ja. G wie Gustav.
Ja. .com. Ja, habe ich vorhin ja auch so geschrieben in die Suchleiste. Enter, Enter. Ja. Mhm. Und was kommt jetzt? Wieder die Google-Suchergebnisse. Sie sehen jetzt wieder die Resultate da, oder? Genau. Ist ja auch logisch, wenn ich das bei Google eingeben soll. Stock Market, oder? Ja, als erstes sehe ich jetzt hier irgendwas mit mondfahre.com. Invest now. Moment, in Moment, top Moment, nochmal? Invest now in top PE funds. Your access to private equity. Eine Seite oder Resultaten, bitte? Die Resultate von Google aus der Google-Suche, so wie wir das vereinbart haben. Okay, was benutzen Sie denn? Meine Finger, was soll ich denn sonst benutzen? Ihre Finger schon, das meine Finger. Ich hole nicht meinen Schwanz raus und tippe damit auf der Tastatur rum. Nochmal? Ich sage, ich hole nicht meinen Schwanz raus und tippe damit auf der Tastatur rum. Entschuldigung, aber bitte passen Sie es auf. Wie kann ich eine komische Kunde zu meiner Kollegin weiterleiten? Bitte passen Sie auf. Naja, indem so Sie was auch weiterleiten. Da, bitte, okay. Was steht da? Na, die Suchergebnisse, habe ich ja gesagt. Aber lesen Sie bitte was zu mir. Sie sind vor dem PC oder was benutzen Sie dann? Ja, ich benutze den PC. Mhm. Okay. Und jetzt, was steht da bitte? Lesen Sie etwas für mich. Lesen Sie die Resultaten da. Ja, das erste ist eine Anzeige von mondfahre.com Investnote in Top PE Fund. Ach, schade, nein, ich weiß es nicht, wo haben Sie geklickt? Keine Ahnung, was Sie geschrieben haben. Na, hier bei Google. Keine Ahnung. In die Google-Suche, so wie ich das machen sollte. Nein. Na, was soll ich denn machen? So, können Sie mir sagen, bitte, haben Sie ganz richtig investing.com geschrieben? Ja, das haben Sie ja buchstabiert. Und Sie sehen da ein paar Resultaten. Genau. Ist ja logisch. Auf was steht in die erste? Na, habe ich ja vorgelesen jetzt schon zwei oder dreimal. Okay. Sie sind, das heißt, Sie sind schon in die richtige Seite. No, okay. So. Nein, ich schreibe jetzt. So, dann, Sie haben mir gesagt, Herr Lips, dass Sie niemals probiert haben, oder? Mhm. Wieso haben Sie niemals probiert? Warum sollte ich denn? Geld zu machen. Ach so. Oh, Noah. Herr Lips. Sagen Sie mir bitte klipp und klar, möchten Sie Investitionen mit uns machen? Haben Sie übrigens uns 2000 Euro da? Was habe ich? 2000 Euro. Warum wollen Sie denn das jetzt wissen? Wenn Sie 2000 Euro haben, wir können uns eine Investition anfangen, okay? Ach so, ich habe 2000 Euro, ja. Geh ja arbeiten. Okay, aber ich weiß es nicht, ob Sie bereit sind, Investitionen zu machen. Oder? Ich weiß ja nicht, was Sie von mir möchten. Ich möchte gerne, dass Sie eine Investition machen, Profite online zu generieren. Ach so, ja. Ja. Sind Sie bereit? Auf los, geht's los. Geht's los, aber ich darf nicht, weil ich fühle mich nicht so gut mit Ihnen, weil die meinen, dass sie Spaß machen. Und wenn ich mit meinen Experten verbinde, dann ich bekomme Ärger, weil sie sollen mit meinen Experten sehr seriös sein, weil die haben ein Studium gemacht dafür. Ach so. Oder? Wer hat denn, wer, was, wie, weiß ich ja nicht. Was meinen Sie dafür? Ich meine gar nichts, das weiß ich doch nicht. Woher soll ich denn das wissen? Informieren
Hey, I didn't talk at all. Por favor, gista, sasto. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Darf ich mit Mario Kart sprechen? Ja. Okay, mein Name ist Thomas Kraus. Ich bin der persönliche Account Manager von Handelsplattform Finvit. Ja? Sie haben schon bei uns Ihre Daten hinterlassen, ja? Wir haben Sie Interesse an Online-Handeln, Trading, oder? Gefühlt, ja. Okay, so. Sehen Sie, wie ein Account Manager kann ich Ihnen jetzt alles Schritt für Schritt erzählen, erklären, wie es bei uns funktioniert und welche Verdienstmöglichkeiten haben Sie. Ja? Aha. Aber zuerst habe ich eine obligatorische Frage für Sie. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? 29. Okay, gut. So. Weil sehen Sie, warum frage ich? Weil wir haben einen Verifikationsvertrag mit Visa und Mastercard und wir können nur mit Volljährigen arbeiten. Ja. Wie ich verstanden habe, sind Sie volljährig, ja? Okay, gut. So. Sagen Sie mir bitte, ja, haben Sie vielleicht irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich? Ich meine, Handeln oder Trading? Können Sie sich vorstellen, wie Dinge funktionieren? Welche Dinge? Ich meine, wie es Handel funktioniert, ja, zum Beispiel, wie bei unserer Handelsplattform alles funktioniert, oder? Nee, da kenne ich mich nicht mit aus. Okay, bitte keine Sorge, ja. Viele meiner Kunden auch kommen zu mir ohne jegliche Erfahrung. So, jetzt erkläre ich Ihnen, welche Verdienstmöglichkeit haben Sie und wie es bei uns funktioniert. Okay? So. Wie ich Ihnen gesagt habe, wir sind eine Handelsplattform. Wir handeln mit Rohstoff, Aktien, Kryptowährungen und so weiter. Und für Sie liefern wir zwei mögliche Varianten, wie Sie Geld verdienen können. Aha. So, unsere erste mögliche Variante ist Handelsroboter. So, sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht etwas über Handelsroboter gehört? Nee. Okay, nicht schlimm. Kurz zu sagen, Handelsroboter ist ein Computerprogramm. Dieses Computerprogramm so nutzt schwierige mathematische Algorithmen, um die bessere Positionen auf Finanzmarkt schließen, ja, und auf diese Weise bekommen Sie Ihre Profit auf Ihre Handelskonto. Es ist klar, ja? Mhm. Okay, so, dieses Handelssystem läuft ganz automatisch, Sie brauchen sehr wenig Zeit, ja? So, vielleicht 10 Minuten pro Woche mit Ihrem Finanzexperten kommunizieren und diesen Roboter konfigurieren, ja? Damit alles korrekt funktioniert. Okay, es ist klar. Mhm. Alle andere Zeit löst es automatisch, okay? So, dann unsere zweite mögliche Variante für Sie. Natürlich, Sie können auch direkt mit unserem Finanzexperten arbeiten. Ja? Unser Finanzexperte ist eine Person, der mehr als 8 Jahre Erfahrung in diesem Bereich hat. Er wird für Sie auch alle Informationen vorbereitet und einen Ratschlag geben. Ja? Mit diesem Ratschlag können Sie dann weiter handeln und Ihren Profit bekommen. Okay, es ist klar, ja? Mhm. Okay, gut, so. Aber natürlich, mit Ihrem Finanzexperten können Sie mehr verdienen als mit Roboter, aber Sie brauchen ein bisschen mehr Zeit. Sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht von 2 bis 3 Stunden pro Woche, damit Sie mit Ihrem Finanzexperten kommunizieren können? So viel Zeit? Von 2 bis 3 Stunden pro Woche, circa. Das ist ja ganz schön viel. Es ist viel für Sie? Ja. Ach so, haben Sie, ja, nicht so viel freie Zeit, ja? Arbeiten Sie vielleicht, oder? Ja. Ach so. Vielleicht ist es sehr schwierige Arbeit, ja? Darf ich Ihnen fragen, wer sind Sie als Beruf? Von Beruf bin ich hübsch. Bitte, bitte? Danke, danke. Was meinen Sie? Was denn? Okay, so sehen Sie, wenn Sie kein, ja, überhaupt keine Zeit haben, ja, dann ist es nicht schlimm. Sie können mit unserem Handelsroboter arbeiten, ja, und dann brauchen Sie, ja, circa keine Zeit überhaupt, ja. Wie ich Ihnen gesagt habe, nur 10 Minuten. Aber dabei... Ist nicht so viel. Bitte, bitte? Danke, danke. Danke für was, ja. So, was meinen Sie? Na, ob der Roboter dabei ist, der Gute. Haben Sie mich verstanden, oder hören Sie mich, oder? Ich höre Sie, ja. Deutlich und lautlich. Aha, gut. Okay, so. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht irgendwelche Fragen über unsere Mitarbeit, ja, oder, ja. Brauchen Sie mehr Informationen vielleicht? Was soll ich denn da fragen? Weiß ich nicht. Wenn Sie keine Fragen haben, dann okay. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann müssen wir diese Frage stellen. So. Ganz einfach. Also, na, wie viel Geld kann man denn da so machen, so in einer Sekunde? Bitte, bitte. Danke, danke. Aha, so, einverstanden. Ja, sehr, sehr komisch. Okay, so.
Ja, können Sie bitte noch einmal Ihre Frage stellen? Na, wie viel Geld kann man denn da so machen, wenn man da was macht? Okay, natürlich, ja. Nach dem Handeln, ja, würden Sie natürlich einen Profit bekommen, ja? So, Sie würden zum Beispiel, ganz genau, so, ja. Zum Beispiel mit Roboter, beispielsweise, ja, Sie würden dann automatisch handeln, dieser Roboter wird die bessere Verdienstmöglichkeit suchen, ja, dann zum, wie zum Beispiel, ein Aktien oder ein Rohstoff mit niedrigeren Preisen kaufen, dann wird es mit höheren verkaufen und dann dieser Unterschied, ja, es wäre Profit. Sie würden diesen Profit auf Ihre Handelskonto bekommen und dann können Sie weiter mit diesem Geld vielleicht arbeiten oder auch eins auszahlen. Okay, es ist klar, ja? Ja. Und hat der Roboter auch einen Namen? Hat dieser Roboter einen Namen? Ja, ganz genau. MD5, ja, dieser Roboter heißt dieser Name. Das ist aber kein schöner Name. Ja, aber es ist ein Robotername, nicht ein menschlicher Name. Ach so, aber ich könnte man doch Hans-Peter oder so nennen. Bitte, bitte? Was meinen Sie? Okay, so sehen Sie, wenn Sie, ja, für Sie dieses Name nicht so schön klingt, ja, das ist kein Problem. Sie können Ihr eigenes Name Ihnen geben, ja. Okay. Wenn Sie das möchten. Okay, so, wenn Sie noch keine Fragen haben, dann ja, können wir weitergehen, okay? Wie ich Ihnen gesagt habe... Wie alt ist denn der Robot? Okay, ja, ganz genau. Wir können mit diesem Roboter ja auch arbeiten. So. Aber sehen Sie, es ist nicht ein echter Roboter, es ist ein Computerprogramm. So. Wie ein WhatsApp oder anderes, es ist klar. Aber dieses Programm nutzt schwierige mathematische Algorithmen, um den Markt zu suchen, um die bessere Transaktion ja, zu wählen. Ja. Es ist klar. Okay, natürlich, wenn Sie möchten mit unserem Handelssystem arbeiten, ja, natürlich brauchen Sie Ihre Handelskonto, ja, damit Sie Ihre Profit dann auch sehen können, ja, und dieses Programm auch handeln können. Ja. So, Sie können Ihre Handelskonto mit unterschiedlichen Summen aktivieren, ja. Viele meiner Kunden beginnen mit 500 Euro und auch mit 1000 Euro, aber, wie ich verstanden habe, haben Sie überhaupt keine Erfahrung, so. Ich möchte Ihnen Ratschlag geben, mit unserem Mindestbetrag anfangen. Es ist 250 Euro. Sagen Sie mir bitte, passt diese Summe zu Ihnen? Ich würde erstmal mit 6000 anfangen. Möchten Sie jetzt mit 1000 beginnen, ja? Nur mit 6000. Können Sie noch einmal sagen? Na, mit 6000. Also, leider mit 6000 können Sie nicht anfangen. Sie können mit 1000 anfangen, ja? Es ist unsere obere Grenze. So, aber sehen Sie, Sie können natürlich weiter investieren, diese 5000, ja, und weiter ja, gehen. So. Unsere maximale Summe für Aktivierung ist 1000 Euro. Okay? Warum? Ja, weil wir verstehen, dass Sie zum Beispiel ja etwas Neues für Sie ist. So, und wir müssen sicher sein, dass Sie ja alles verstehen, alles korrekt arbeitet und dann, wenn Sie alles verstanden, wie es handeln muss und so weiter und so fort, dann können Sie weiter investieren, ja? Wir möchten mit Ihnen eine langfristige Partnerschaft machen, deswegen, wir haben sehr große Interesse, dass Sie am Anfang alles verstehen, wie es funktioniert, wie alles läuft und dann können Sie weiter investieren, okay? Ich habe keinen Partner. Partner? Was meinen Sie? Aha. Okay, sehen Sie, ja, warum sage ich Partner? Ja, weil wir mit Ihnen würden ja, zusammen Geld verdienen. Sehen Sie, unsere Hilfe für Sie kostenlos ist. Ja, dieser Roboter, meine Unterstützung für Sie kostenlos ist. Ja, Sie zahlen für das nichts. So, wir bekommen nur eine kleine Provision von Ihrem Einkommen. Das bedeutet, dass wenn Sie zum Beispiel 1000 Euro mit diesem Roboter verdienen, dann bekommen wir 10% von dieser Summe, das ist ca. 100 Euro. Ja? So, nicht so groß, aber zu uns es passt. Ja? Deswegen sage ich Ihnen, dass wir ein Partner sein. Ja? Wir würden Geld mit Ihnen verdienen. Ja? Deswegen haben wir großes Interesse, dass Sie viel Geld verdienen können. Weil wenn Sie verdienen Geld, dann wir verdienen Geld auch. Es ist klar, ja?
Okay, gut. So. Dann, bis jetzt haben Sie überhaupt keine Frage, ja? Na, und wie lange dauert es so, wenn man das macht? Okay, so. Wie lange was dauert? Ihre Aktivierung, oder? Na, das alles. Okay, sehen Sie, wie es funktioniert. Wenn Sie jetzt bereit sind, ja, unsere Finanzabteilung kann für Sie Überweisungsdaten vorbereiten, ja, damit Sie Ihre Handelskonto aktivieren können. Und dann, nach Überweisung, Sie müssen ja vielleicht von 1 bis 3 Tagen warten. Es ist alles kein von Ihrer Bank, ja. Ihre Bank wird diese Daten bearbeiten. So, und dann, wenn dieses Geld wird auf Ihr Handelskonto überweisen, dann können Sie anfangen zu handeln. Ja? Noch einmal, diese Überweisung dauert von 1 bis 3 Tagen, wie ich Ihnen gesagt habe, ja. Alles hängt von Ihrer Bank. Ja. Und gibt es bei Ihnen auch so Werbegeschenke wie bei der Bank? Ein Kugelschreiber oder ein Taschenrechner? Okay, sehen Sie, wir haben auch über unser Bonussystem gesagt, ja? Wenn Sie jetzt Ihr Handelskonto aktivieren, so vielleicht mit Summe von 1.000, ja, dann bekommen Sie 200 Euro wie ein Bonus. Wenn Sie mit Summe von 500 Euro anfangen, dann bekommen Sie 100 Euro wie ein Bonus. Und mit Mindestbetrag bekommen Sie 50 Euro. Ja, wir haben auch ein Bonussystem für Sie. So? Ja, aber gibt es da keine Süßigkeiten? Was meinen Sie? Na, bei meiner Bank, da steht immer so eine Rolle drauf. Die kann man lutschen. Okay, sehen Sie, über Risiko. Ja, natürlich, auf Finanzmarkt, ja, alles hängt vom Finanzmarkt, sozusagen, ja. Ich kann Ihnen nicht lügen und sagen, dass Sie zum Beispiel nächsten Tag ein Millionär sein, ja. Aber ich kann Ihnen sagen, dass unsere Finanzexperten, auch unsere Roboter, nutzen unterschiedliche Risikominimisierungsstrategien, um ihr Risiko zu minimisieren. Ja? Auch sie würden mit ihrem Finanzexpert ihre persönliche Entwicklungsstrategie entwickeln. Ja? Und mit dieser Entwicklungsstrategie würden sie weiter arbeiten und es wird ihnen helfen, ihr Risiko zu minimisieren. Ja? Minimisieren, ja. Okay. Das klingt ja kagalatastisch. Was meinen Sie? Na, Sie sagten minimalisieren und das klingt kakalatastisch. Okay, so sehen Sie, Sie werden mit Ihrem Finanzexpert zusammenarbeiten. Ihr Finanzexpert wird Ihnen alle Schritt für Schritt erklären, wie es funktioniert. So. Ja. Und Sie würden ganz tägliche Unterstützung von Ihrem Finanzexpert bekommen. Ja, ist kein Problem, behaupte ich. Wo muss ich denn da hinkommen? Können Sie noch einmal sagen? Wo muss ich denn da hinkommen? Okay, so, was meinen Sie? Na, wenn Sie sagen, der möchte mit mir zusammenarbeiten, wo muss ich denn da hin? Okay, so sehen Sie, wir nehmen für unsere Finanzexperten, auch für unsere Handelsroboter 10% Provision, so. Nicht so groß ist. Aber nur von Ihrem Gewinn, ja, das bedeutet, dass, wenn Sie dieses Geld überweisen zuerst, ja, Sie zahlen dieses Geld uns nicht. Wir bekommen Profit, nur wenn Sie einen Profit bekommen. Verstehen Sie das? Ja, Geld macht Geld. Okay, so, ja. Wie ich verstanden habe, bis jetzt haben Sie vielleicht keine Fragen, ja? So, sagen Sie mir bitte, ja, sind Sie bereit, jetzt schon Ihr Handelskonto aktivieren und beginnen zu handeln? Ich. Können Sie noch einmal sagen? Wo sitzt denn Ihre Firma? Unsere Firma heißt Finnwitz. Ein Fischwitz. Können Sie noch einmal sagen? Fischwitz oder wie? Okay, so, unsere Firma heißt Finnwitz. Unsere Abteilung steht in Dortmund. Es ist Deutschland. Naja, so. Da dort drüben im Mund, ja. Und wo sitzen Sie? Schneckchen? Ja, hallo. Wo sitzen Sie? Können Sie bitte noch einmal sagen, ja, ich höre Sie ganz schlecht. Ja, wo steht denn Ihr Stühlchen? Oh. Wo haben denn Ihre 4 Buchstaben Platz genommen? Okay, so. Unsere Firma heißt Finnwitz. Ja, F-I-N-V-I-Z. Ja. Also wie ein Fisch. Ein witziger Fisch. Hallo? Junge Frau? Ja, hallo. Hallo? Ja. Ja, Herr Wohrhaut. Ivan Jareb, mein Name. Und ich melde mich wegen dem Schreiben, dass wir Ihnen für das große Jubiläumsfinale zugeschickt haben. Haben Sie das Schreiben erhalten und durchgelesen? Nee, ich habe nichts bekommen. Ja, dann ist es gut, dass ich mich auch telefonisch bei Ihnen gemeldet habe, denn wie Sie vielleicht wissen,
Wir von Lotto 6049, wir losen jedes Jahr 200 Bürger aus ganz Deutschland, die im großen Jubiläumsfinale mit einer Gewinngarantie mitmachen können, und diese Telefonnummer wurde ausgelost. Oh, toll. Ja, sagen Sie mir bitte, die Telefonnummer gehört auch persönlich hin, oder? Ja, wem sollen die sonst gehören? Ja. Das Handy ist nicht geklaut. Okay, super, gut zu wissen. Dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von meiner Seite fürs Finale. Ja. Meine Aufgabe wäre es heute für Sie, die Unterlagen vorzubereiten, damit Sie das alles so schwarz auf weiß innerhalb der nächsten 4 bis 7 Tage nach Hause bekommen. Mhm. Und jetzt hätte ich eine Frage an Sie. Also, die stellen wir allen unseren Finalisten auch. Was würden Sie mit 20 Millionen Euro machen, im Falle, dass Sie der Glückliche sind und den Jackpot knacken? Ich würde meinen ganzen Puff kaufen. Okay, das klingt für eine gute Idee. Also. Ja. Das klingt wie eine gute Idee. Und außer dem Puff, haben Sie noch irgendwelche Träume? Nee, sonst eigentlich nicht. Nur Puff. Das ist mir jetzt spontan eingefallen. Mit also, okay, nein, ist okay. Also, ich drücke Ihnen die Daumen auf jeden Fall, dass Sie das schaffen, dass Sie einen größeren Gewinn machen. Und eins müssen Sie mir noch versprechen, also natürlich, wenn ich Ihnen Glück bringe, dass Sie einen größeren Gewinn machen, dann gibt es bestimmt auch ein Bier für mich auf Ihre Rechnung. Oder ich komme mal in den Puff vorbei und da gibt es was gratis. Genau. Könnte das klappen? Das ist kein Problem. Super, danke auf jeden Fall. Haben Sie schon mal Lotto gespielt? Nee. Okay, dann erkläre ich Ihnen also, wie Sie mit uns zu einer Gewinner werden. Also, sehen Sie, der größte Vorteil für Sie in diesem Finale ist der, dass Sie von unserer Seite ausgelost sind. Und deswegen bekommen Sie auch von uns als Finalist 900 Tipps nach Hause zugeschickt. Und Sie können jetzt auch einen persönlichen Tipp abgeben. Das wären 6 Nummern zwischen 1 und 49. Damit Sie sich hier vermerken kann, die werden dann auch in den Unterlagen stehen. Haben Sie irgendwelche Glücksnummer oder sagen Sie mir spontan? 96. Die 96 geht ja nicht. Nee, bis 49. 49 und 69 geht ja auch nicht. Nee, bis 49, ja. Dann weiß ich keine Zahlen. Dann kennen Sie keine Nummer. Nee. Wollen wir so machen, Herr Peter? Wollen wir so machen? Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich melde mich in 2 oder jetzt weiß ich nicht, wie lange Sie dazu brauchen. Zum Beispiel sagen wir 3, 4, 5 Tagen, also und bis dahin denken Sie sich irgendwelche Nummer aus, also 6 Nummer. Die 1 ist die kleinste, 49 die größte. Ich glaube, die Aufgabe ist nicht so schwer, oder? Ja, dann würde ich sagen, dann denken Sie sich da einfach welche aus, weil Sie wollen doch was fragen. Sie sind ein Finalist, also das kann ich nicht tun, also das wäre jetzt unfair. Also anderen Finalisten, also da würde sie ja, dann sagen, nehmen wir die 1 und die, dann nehmen wir noch die 11 und die 15 und die 36 und die 11, ach nee, die hatten wir schon, glaube ich, ja. Die haben sie schon, ja. Dann die 44. 44 und noch eine? Dann die 33. Die 33, okay. Mhm. Die Nummer, die müssen Sie sich jetzt nicht merken. Wie gesagt, die werden auch in den Unterlagen stehen. Die Ziehungen haben Sie live im Fernsehen, Mittwoch und Samstag. Falls Sie keine Zeit dazu haben, dann haben Sie natürlich auch alles im Internet unter www.lotto.de. Meine nächste Frage an Sie wäre, wenn Sie unser nächster Gewinner sind, würden Sie uns eine positive Bewertung schreiben und dürfen wir Sie zu unserer Fernsehshow laden? Ja, na klar. Alles klar, danke, vermerke ich hier. Ins dann Fernsehen das wollte ich schon immer mal. Wie bitte? Ins Fernsehen wollte ich schon immer mal. Ja, sehen Sie. Und das wäre die Gelegenheit also. Und wir haben dann auch eine gute Werbung, also, weil wissen Sie, wegen der guten Werbung machen wir das alles jedes Jahr. Zum Beispiel letztes Jahr, der Durchschnittsgewinn in diesem Finale war 6.350 Euro pro Monat für jeden Finalisten also. Und und ich weiß, das sind jetzt keine Millionen, aber ich denke mal, eine gute finanzielle Unterstützung wäre das auch. Das stimmt. Na, und also je mehr Sie in diesem Finale gewinnen und die anderen Finalisten auch, desto bessere Werbung haben wir. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass Sie aus diesem Finale wie ein Gewinner herausgehen. Was das für Sie bedeutet, das erkläre ich Ihnen jetzt. Also, am Anfang habe ich Ihnen gesagt, dass Sie hier mit einer Gewinngarantie dabei sind. Das heißt,
Sie müssen es nach Hause die Unterlagen bekommen, durchlesen, weil das Finale startet ja erst in einem Monat. Also. Und erst wenn das Finale für Sie startet, der Einsatz für alle Finalisten ist 69 Euro pro Monat. Und wenn Sie nicht gewinnen, was dann passiert, dann bekommen Sie von uns 138 Euro. Das ist diese Gewinngarantie, also dass Sie nicht mit leeren Händen aus dem Finale herausgehen. Ja, also jeden Monat sind Sie mit dieser Gewinngarantie dabei. Ja. Wenn Sie nichts gewinnen. Also. Ja, wie immer. Okay. Und sagen Sie mir bitte, im Falle eines größeren Gewinns, möchten Sie bitte anonym bleiben oder dürfen Sie Ihren Namen veröffentlichen? Was ist Ihnen lieber da so? Den können wir veröffentlichen. Okay, alles klar. Ja. Und sagen Sie mir, was Ihre Gewinnauszahlung angeht, möchten Sie all Ihre Gewinne nach jeder Ziehung ausbezahlt bekommen, also überwiesen bekommen, oder am Monatsende? Was passt Ihnen besser? Nach jeder Ziehung, sobald Sie etwas gewinnen, oder am Monatsende, also vor allem alles? Ach, dann lieber am Monatsende, dann ist das wie ein Gehalt. Okay, Monatsende. Okay, ich habe hier vermerkt. Super. Damit ich die Unterlagen jetzt rausschicken kann, habe ich hier stehen, hier Peter, Vorhaut, die Straße wäre Braunschweiger Straße 77, ja. Postleitzahl ist die 12055 Berlin. Ja, genau. Und wegen der Volljährigkeitskontrolle, ich glaube, ich weiß, dass Sie 18 sind, aber trotzdem muss ich Sie fragen, wann sind Sie geboren? 92. Wie bitte? 92. Den ganzen Datum bitte, also Geburtsdatum. Ach so, das ganze Datum. Das ist der 17.07.92, also 1992. Also 17.07. 17.07.1992. Mhm, okay. Der Herr ist also volljährig, die Gewinne werden dann alle über Ihren Namen laufen. Über welche Bank wollen Sie, dass das für Sie in diesem Finale läuft, also die Gewinnauszahlung? Das ist die Berliner Sparkasse. Die Berliner Sparkasse. Ja. Okay, dann brauchen wir noch die IBAN-Nummer dazu, also D. Sehen Sie ruhig nach. Moment, da muss ich mal gucken. Die langsam. Beim Portemonnaie, da gehe ich mal hin und dann haben wir das gleich. Ach, da liegt's schon. Habe ich gar nicht weggeräumt. So. So. Okay. Ist das. Das ist die Berliner Sparkasse, ja? Ja, D. Ja. Ist das denn DE43? Ja. Denn die 100? Ja. 500? Ja. 000? Ja. Und dann die 9200? Ja. 189 und die 63. Was wir jetzt noch zu machen haben, wir beide, ist eine kleine Zusammenfassung, dass Ihre Daten unter Datenschutz gehen. Dann haben nur die Banken untereinander Zugriff zu den Daten, also unsere Bank und Ihre Bank. Also. Und in dieser Zusammenfassung werde ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Also ich bitte Sie noch, die IBAN-Nummer auch nicht wegstecken. Sie werden sie mir nochmal in dieser Zusammenfassung durchlesen. Also. Und ich werde Ihnen, wie gesagt, noch ein paar Fragen stellen. Ich bitte Sie einfach mit einem kurzen Ja oder Nein zu antworten. Da sind wir in 60 Sekunden fertig. Bevor ich das aber starte, ich würde Ihnen gerne die Fragen nochmal vorlesen, damit Sie wissen, also was ich Sie fragen werde. Also wenn Sie dann auch eine Frage dazu haben, die also, werde ich Ihnen gerne erklären. Also, ja. Zum Beispiel, eine der Fragen wäre, sollten wir noch weitere Neuigkeiten vor sich haben, dürfen wir uns nochmal telefonisch bei Ihnen melden. Also, einfach ein Ja. Oder hier, der Kontrollanruf wurde Ihnen angekündigt und mit der Aufzeichnung zur Sicherheit sind Sie einverstanden, dass die Daten unter Datenschutz gehen. Auch ein Ja. Ja. Und, waren Sie mit dem Beratungsgespräch der Mitarbeiter einverstanden und zufrieden? Also, mit mir habe ich Ihnen das alles gut erklärt. Also, da bitte ein großes Ja. Also. Ja. Dann fasse ich gerne alles kurz für Sie zusammen. Dann werde ich nochmal Ihren Namen sagen, Ihren Nachnamen, Ihre Adresse. Ich werde Sie nochmal nach dem Geburtsdatum fragen und ich werde Sie auch nach der E-Mail-Adresse fragen. Kennen Sie die E-Mail-Adresse? Wenn Sie die nicht auswendig kennen, können Sie auch sagen, keine, wenn ich Sie danach frage. Genau, dann machen wir das so. Die habe ich nicht gefragt. Okay. Wenn ich Sie danach frage, Sie sagen einfach keine. Dann werde ich Sie fragen, also haben Sie verstanden, dass die Teilnahme nicht automatisch nach 3 Monaten endet, sondern Sie müssen sich bei uns melden, einfach ein Ja. Dann werde ich nochmal die 900 Tipps erwähnen, die Sie von uns bekommen, die 69 Euro auch, die 138 Euro auch natürlich. Sagen Sie mir bitte, wenn das Finale vor sich startet, wegen dieser 69 Euro, wegen der Bezahlung, ich habe hier 2 Termine, also ab 1. eines Monats oder 15. Also uns ist es egal, wann passt es Ihnen besser? Am 1. Am 1. Okay. Dann werde ich Sie also fragen,
Sie haben sich für eine Abbuchung zum ersten letztes Mal entschieden. Ist das richtig? Einfach ein Ja. Wir gehen hier mit einer vermutlichen Abbuchung ein. Sind Sie damit einverstanden? Auch ein Ja. Und die letzte Frage wäre dann noch, in den nächsten 7 Tagen erhalten Sie Ihr persönliches Begrüßungsschreiben. Dort können Sie alles nochmal nachlesen. Auf Ihr Widerrufsrecht, die geltenden AGBs und die Übermittlung Ihrer Adresse und Bankdaten an Dritte zu Zwecke der Transaktionsabwicklung wurden Sie hingewiesen und ich stimme dazu zu. Einfach ein Ja. Das ist das, dass die Daten an die Bank weitergehen, dass die Banken das untereinander machen. Okay. Ich starte das jetzt, wie gesagt, die IBAN um auch bereit halten, also 321, schönen guten Tag, Herr Vorhaut, mein Name ist Ivan Jarev vom Controlling Center for Lotto 24 mit System, das ist der angekündigte Kontrollanruf, wir hatten ein Gespräch mit einem externen Mitarbeiter. Der Kontrollanruf wurde Ihnen angekündigt und mit der Aufzeichnung zu dieser Scheiße sind Sie einverstanden? Also hier ist jetzt, wo ich immer Ja sagen muss, ja? Wie bitte? Hier ist jetzt, wo ich immer Ja sagen muss, ja? Also Sie können Ja oder Nein sagen. Also, das habe ich schon gesagt. Also. Okay, ich versuche es nochmal. Also. Okay. Ja. Schönen guten Tag, Herr Vorhaut. Mein Name ist Ivan Jarev vom Controlling Center for Lotto 24 mit System. Das ist der angekündigte Kontrollanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem unserer externen Mitarbeiter. Der Kontrollanruf wurde Ihnen angekündigt und mit der Aufzeichnung zu dieser Scheide sind Sie einverstanden. Mhm. Okay, ich lese die Frage nochmal durch. Der Kontrollanruf wurde Ihnen angekündigt und mit der Aufzeichnung zu Ihrer Sicherheit sind Sie einverstanden? Mhm. Also wir haben uns geeinigt, ein Ja oder Nein. Ach so, ich dachte, das gilt auch. Nee, mhm, zählt ja. Nicht. Muss schon eine klare Antwort sein. Ja, denn ja. Okay, ich versuche es nochmal. Also. Schönen guten Tag, Herr Vorhaut. Mein Name ist Ivan Jarev vom Controlling Center for Lotto 24 System. Das ist der angekündigte Kontrollanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem unserer Mitarbeiter. Der Kontrollanruf wurde Ihnen angekündigt und mit der Aufzeichnung zu Ihrer Sicherheit sind Sie einverstanden? Ja. Waren Sie mit dem Beratungsgespräch der Mitarbeiter einverstanden und zufrieden? Ja, war okay. Okay, danke. Dann fasse ich gerne alles kurz für Sie zusammen. Sie heißen Herr Peter Vorhaut. Die Straße wäre Braunschweiger Straße 77, Postleitzahl ist die 12055 Berlin. Sagen Sie mir bitte, Ihr Geburtsdatum lautet von Ihrer Seite? Das ist der 17.07.1992. Okay, Ihre E-Mail-Adresse lautet? Die weiß ich nicht. Okay, dann mache ich heute am 10.01.2023 Ihre Unterlagen fertig. Ihr Vertragsverhältnis bei Lotto 24 bis System startet zunächst mit diesem Termin und geht zunächst vor 3 Monaten. Sollten wir innerhalb der 3 Monate nichts von Ihnen hören, dürfen Sie weiterhin zu unseren zufriedenen Kunden zählen. Haben Sie verstanden, dass die Teilnahme nicht automatisch nach 3 Monaten endet, sondern Sie müssen sich bei uns melden? Haben Sie das gesagt, ja? Also haben Sie verstanden, dass die Teilnahme nicht automatisch nach 3 Monaten endet, sondern Sie müssen sich bei uns melden? Ach so, ja, jetzt schon, ja. Okay. Aber es wird ja noch 20 Millionen. Dann kann nicht weiterlaufen. Okay. Die Unterlagen erhalten Sie von Lotto 24 mit System, der OPM des Wirtschafts gibt. Ihre Gesellschaft mit 199 Mitgliedern ist Sie monatlich bis zu 900 Zahl 3649. Dazu kommen die Incentives, zum Beispiel 77 bei Beziehung. Sie bekommen zum Monatsanfang die Zahl rein zugeschickt. Ihr Betreuungsbetrag beträgt nur noch 69 Euro im Monat. Dieser Betrag wird den restlichen Monat von der Girokonto abgebucht. Bitte nennen Sie mir nochmal Ihre Bankverbindung. Fangen Sie bitte mit der IBAN-Nummer an. Also die von der Sparkasse, die lange Nummer, ja? Ja, ja. Das ist dann die DE, haben Sie? Ja, ja. Dann die 43. Okay. Dann die 100. Okay. 500. Okay. Dann die 9200. Okay. Und die 18963. Okay. Nennen Sie mir bitte den Namen der Bank. Das ist die Landesbank Berlin, Berliner Sparkasse. Okay, die aus der IBAN abgeleitete BIC lautet BELADEBE3MALDX. Sie haben sich für eine Abbuchung zum ersten des Monats entschieden. Ist das richtig? Nee. Also ich stelle die Frage nochmal. Sie haben sich für eine Abbuchung zum ersten des Monats entschieden. Ist das richtig? Ach so, da muss ich wieder Ja sagen, ja? Nee, Sie mussten nicht Ja sagen. Also ich habe Sie gefragt, ab 1. oder 15. Sie haben gesagt, am 1. Dann frage ich Sie jetzt, also Sie haben sich für eine Abbuchung zum ersten des Monats entschieden. Ist das richtig? Glaubst du wirklich, dass ich den Scheiß mit dir mitmache? Ihr seid Betrüger und nichts anderes. Es ist einfach abartig, dass ihr die Leute Es hat mir sehr viel Spaß. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Glauben Sie mir. Ja, also ich merke ich schon. Aber such dir mal einen anständigen Job, weil das ist ja nicht Warum? Möglich, was du da machst. Warum? Weil ihr habt keine Erlaubnis für einen Werbeanruf.
Und was bist du, ein Spargelstecher? Illegaler, krimineller Anruf mit einer Handynummer. Und du bist ein Spargelstecher, oder? Ihr ruft hier mit einer gespooften Telefonnummer an und versucht, Lotto zu verkaufen. Ist doch widerlich. Du bist ein Spargelstecher, oder? Was machst du beruflich? Alles klar. Jo, danke, tschüss. Ja, tschüssi. Jo, wir haben die Daten hier. Okay, ciao. Genau. Jo, tschüss. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Leon. Ja, nee, Herr Spitzschlüpfer, nicht Herr Leon. Ja, Herr Spitzschlüpfer, wunderbar. Spitzschlüpfer. Mein Name ist Paul Schulz mit dem Bitcoin System. Aha. Ja, ich sehe, dass Sie sich bei uns registriert haben, ja, aber Ihr Handelskonto noch nicht aktiviert haben, ja? Bei welcher Firma denn? Was? Bei welcher Firma denn? Bitcoin System. Ach so. Ja. Ja. Ich meine, Sie haben Ihre Anmeldung hintergelassen mit Ihrer Name, mit Ihrer Telefonnummer und mit Ihrer E-Mail-Adresse. Und ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, okay? Ach so. Ja. Haben Sie alles in unserer Werbung verstanden? Nee, was kann man da denn da machen, genau? Ja, ich will genau das und ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Aber zuerst, wäre es möglich für mich, für Sie, mir zu sagen, ob Sie schon Erfahrung in diesem Bereich haben? Ich meine mit Investitionen oder mit Trading? Nein? Nee. Ja, das ist überhaupt kein Problem, ja, dass Sie von uns fachliche Hilfe von einem Analytiker bekommen werden. Ja. Und zusätzlich ein automatisches System. Wahrscheinlich haben Sie diese Sachen in unserer Werbung gesehen. Nee. Ja? Ja, aber jetzt erkläre ich Ihnen das dann, ja, okay. Ja. Wie funktioniert eigentlich unser System? Ja, gute Frage. Ja, das ist eine wunderschöne Frage. Unser System schafft für Sie ca. 10 Positionen pro Tag. Ja. Diese 10 Positionen sind unterschiedliche Wirtschaftsgüter. Wissen was Sie, was das bedeutet? Nee. Also Wirtschaftsgüter sind diese Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen, ja und so weiter. Die Sachen, die wir für weniger kaufen können und dann für ein bisschen teurer verkaufen können. So, Ihr Gewinn ist genau diese Preisunterschiede zwischen Kaufen und Verkaufen. Ja? Warum benutzen wir unser System? Warum funktioniert das eigentlich? Da unsere Analytiker daran gearbeitet haben, das System automatisch diese Märkte für diese Währungen, Kryptowährungen, Aktien betrachtet und dann automatisch Investitionen für sie macht. Ja. Ja? Und laut unserer Statistikabteilung, ja, wir haben die Statistikabteilung hier, die daran gearbeitet haben, ja, um diese statistische Analyse zu haben. Und laut unserer statistischen Abteilung, genau 7 von 10 Positionen werden im Plus geschlossen. Okay, ja, es ist gut, ja, 7 von 10 Positionen, aber Sie wollen wahrscheinlich hören, wie viel Sie verdienen können, ich meine im Durchschnitt, ja? Ja. So, am Anfang will ich Ihnen sagen, dass es ist unmöglich, eine 100.000 Euro zu verdienen oder ich meine pro Monat oder pro Tag. Ich meine, wenn auch immer es Ihnen sagt, keine Ahnung, wovon er redet. Aber wir geben Ihnen diese realistische Daten. Ich meine, Sie können bei uns pro Tag ungefähr von 3-5% zu verdienen. Mhm. Okay? Und 3-5% pro Tag und bis Ende des Monats zum Beispiel, haben Sie sich schon entschlossen, mit welchem Betrag Sie anfangen wollen? Nee. So schauen Sie, gibt es 3 Möglichkeiten, mit 1.000 anzufangen, mit 500 und mit 250 Euro anzusteigen. Ja? Mhm. So, welcher Betrag für Sie passend wäre? Gibt es da auch andere? Nein, nur diese 3 Möglichkeiten. Ach so, das ist ja schade. Mit welchem möchten Sie anfangen? Ich meine, verstehen Sie, wenn Sie keine Erfahrung haben, ich empfehle Ihnen, mit dieser minimalen Summe anzufangen, damit Sie verstehen, wie alles funktioniert. Für unsere erfahrenen Kunden empfehlen wir, mit 1.000 anzufangen. Aber ja, es ist immer Ihre Entscheidung. Ich meine, wenn Sie mit 250 anfangen, bis Ende des Monats können Sie diese Summe bis 800 oder 1.000 Euro entwickeln. Ich meine, wenn Sie täglich 3-5% verdienen, das heißt, bis Ende des Monats, ja, kann es 800 oder 1.000 Euro sein. Ja. Ja. Und Sie müssen auch verstehen, warum wir überhaupt dafür Interesse haben, dass Sie bei uns verdienen und bei uns handeln. Wir bekommen halt 10% Provision von Ihrem Profit. Ja. So zum Beispiel, Sie haben 1.000 Euro entwickelt,
ja, und oder 800 oder mehr oder weniger, ja, wir bekommen halt Provision davon. 10%. Das heißt, wenn Sie kein Geld verdienen, ja, verdienen wir auch nicht. Ja, deswegen, wir sind ganz dafür interessiert, dass Sie bei uns verdienen. Zusätzlich werden Sie mit einem Analytiker arbeiten und dieser Analytiker wird Ihnen helfen. Hallo? Ja, ich bin noch dran. Haben Sie das verstanden? Nicht so richtig, nee. Okay. Warten Sie bitte eine Sekunde. Ja. Ja, ich bin wieder hier, tut mir leid. Ja. Ja, so, schauen Sie. Noch einmal, drei Möglichkeiten, drei Beträge. Ja, 3-5% pro Tag können Sie bei uns verdienen, werden Sie mit unserem System und mit unserem Analytiker arbeiten. Erst welche Dienstleistungen Sie von uns erhalten. Was wir dafür bekommen, wir bekommen halt Provision von Ihrem Gewinn. Okay. So, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Welcher ist denn da am besten? Minimale Summe. 250. Machen wir das so. Okay. Was benutzen Sie? Kreditkarte oder Online-Banking? Na, das habe ich beides. Ja, mit Kreditkarte wäre es einfacher. Wir sind mit Visa und Mastercard verifiziert. Was haben Sie, Visa oder Mastercard? Da habe ich auch beides. Beides? Ja. Okay, super. Dann schauen Sie, ich schicke Ihnen unsere Partnerzahlungsmethode gerade per WhatsApp. Haben Sie WhatsApp oder? Nee. Was benutzen Sie dann? Na, SMS. SMS, ja, leider können wir das nicht machen. Warten Sie bitte. Können Sie bitte eine Sekunde warten? Ich werde Sie gleich mit unserer Finanzabteilung verknüpfen. Ja? Ja. Super, warten Sie bitte. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend, Herr Spritzschlüpfer, richtig? Ja, Spritzschlüpfer. Okay, super. Also mein Name ist Luisa Valentina, ich bin die Leiterin der Finanzabteilung von Deutschland. Also ich helfe Ihnen, Ihr Handelskonto von der Seite unserer Finanzabteilung zu aktivieren. Sie werden diese Transaktion auf jeden Fall zweimal bestätigen. Erstmal mündlich und danach nach der Methode von Ihrer Bank, entweder mit einem SMS-Code oder bei der Applikation von Ihrer Bank. Ach so. Und also, ja, Sie werden den Empfänger und den Betrag sehen und nur im Fall, wenn alles richtig ist, dann geben Sie diese Transaktion frei, okay, und automatisch nach der Aktivierung werden alle Ihre Daten aus dem System gelöscht. Aha. Also, ich entschuldige mich, also haben Sie Visa oder Mastercard? Mit welcher Kreditkarte möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Das ist mir egal. Okay, dann... Wer klatscht denn da? Also, es ist auch andere Manager, die schon irgendwelche Handelskonto aktiviert haben. Ach, die klatschen immer, wenn ein Konto aktiviert wird. Ja, genau. Ja, und warum? Also, weil es ist alles erfolgreich ist und der Kunde ist glücklich, mit uns Zusammenarbeit zu starten. Ja, ich würde mir gerne mal Ihre Telefonnummer einmal notieren, damit ich mal zurückrufen kann, wenn was ist. Ja, es ist kein Problem. Paul Schulz wird also Ihre Telefonnummer geben, kein Problem. Aber genau jetzt rufen wir mit IP-Telefonie. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich will mir ja nur die Nummer notieren. Ja, okay, kein Problem. Und wissen Sie, also nach der Aktivierung Ihres Handelskontos bekommen Sie zwei Anrufe von Ihrem persönlichen Finanzberater und auch von der Verifikationsabteilung. Das wissen Sie schon, ja? Nee, jetzt weiß ich es aber.
Okay, okay. Also von diesem Moment ist alles bei uns auf der Linie von Visa aufgenommen. Können Sie mir bitte sagen, Ihr Name auf der Karte steht genauso wie in der Anmeldung, ja? Das ist richtig, ja. Aber das hat ja jetzt erstmal nichts mit Ihrer Telefonnummer zu tun. Mit unserer Telefonnummer? Ja, genau. Ja, die würde ich ja mir gerne einmal notieren. Okay, kein Problem. Ich kann Ihnen das gleich geben oder ja, mit Paul Schulz. Nein? Doch. Okay, okay. Können Sie notieren, ja? Moment, dann gehe ich mal zum Telefon. Ja, okay. So. Dann sagen Sie mal die Nummer. Okay, 44. Na, so fängt ja eine Telefonnummer nicht an. Noch einmal? So fängt ja eine Telefonnummer nicht an. Also plus 44, meinen Sie? Ja, plus 44, genau. Ja, das müssen Sie ja sagen. Plus 44 und dann? Ja, plus 44, 7466. 7466, ja. 47. 47. 61. 61. 39. 39. Ja, bei diesem Telefonnummer können Sie Paul Schulz immer erreichen. Den Paul Schulz. Ja, genau. Er ist Ihr Kontomanager und ich bin die Leiterin der Finanzabteilung und ja, Sie brauchen Telefonnummer von Paul Schulz. Mhm. So, dann gucken wir mal, ob die Nummer geht. Ja. Das ist eine private Nummer, das ist nicht von dem Paul Schulz. Ich bin bei einem Engländer gerade privat rausgekommen. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Ich habe nichts gehört. Entschuldigung. Ja, die Nummer ist falsch, die Sie mir gesagt haben. Das ist also Handynummer und auch WhatsApp-Nummer von Paul Schulz. Nee, das ist ja eine Festnetznummer, keine Handynummer. Ich weiß und ich melde mich immer beim Paul Schulz mit diesem Telefonnummer. Ja, kann also ja nicht sein, weil der geht ja da nicht ran. Da geht ja wer anders ran. Ja, also, aber Sie können per WhatsApp oder per irgendwelche andere... Hab ich nicht. Ich will ja anrufen ja können, aber die Nummer geht ja nicht. Die Telefonnummer, die Sie mir gegeben haben, ist falsch. Naja, ich werde noch einmal fragen, aber per WhatsApp, ja, ich rufe immer und es gibt kein Problem. Ja, aber ich habe Ihnen ja gesagt, die Nummer geht nicht. Dann sagen Sie mir mal bitte die richtige. Ich kann Sie mit Paul Schulz dann wieder... Nee, Sie sollen mir ja nur die Telefonnummer geben, wie ich Ihr Callcenter erreichen kann. Ja, okay, kein Problem. Ich kann Ihnen meine Telefonnummer nicht geben, sondern Paul Schulz, weil er wird okay mit Sie ja kommunizieren und okay, ich frage, dann werden Sie mit ihm Ihre Kreditkarte für die Aktivierung Ihres Handelskonto geben oder machen wir es mit mir? Ja, das ist mir ja egal. Ich will ja bloß die Telefonnummer vorher aufschreiben. Ja, die Telefonnummer, die ich Ihnen gegeben habe, Sie können dort schreiben. Das weiß ich genau, weil WhatsApp... Ja, ich komme ja nicht bei dem Paul Schulz raus. Ich komme ja bei einem unbekannten Engländer raus. Ja, ja, genau. Ja. Er hatte, ja, also Engländer Telefonnummer. Ja, aber ist ja nicht der Paul Schulz. Da kam ja eine fremde Person, ein Unabhängiger, eine dritte Person. Jemand, der nichts mit uns beiden zu tun hat. Ich möchte gerne die Nummer von Ihrem Callcenter, sodass ich Sie erreichen kann. Also, Sie haben bei diesem Telefonnummer schon angerufen und haben die dritte Person gehört? Eine fremde Person, die nichts mit uns beiden zu tun hat. Aber ich verstehe nicht. Also, wir kommunizieren gerade mit Ihnen... Und wie? Ja, aber ich möchte die richtige Telefonnummer, weil die Telefonnummer, die bei mir im Handy-Display steht, die geht ja auch nicht. Aber wann haben Sie auf diesen Telefonnummer Anruf gemacht? Na, jetzt gerade eben.
Aber Sie sind am Telefon mit mir. Ja, na und? Ich kann ja deswegen mit einem anderen Telefon auch telefonieren. Ist ja nicht das Problem. Ich habe hier nicht nur ein Gerät. Ja, okay. Dann verstehe ich nicht. Also, ich muss meine Arbeit machen und ich habe keine... Aber das machen Sie doch nicht. Sie machen ja nicht Ihre Arbeit. Ich bin Finanzabteilung, okay? Naja, und wenn ich Sie nach einer Telefonnummer frage, wie ich Ihre Firma erreichen kann, wird das doch wohl kein Problem sein, ja, also, dass also Sie mir eine Telefonnummer sagen können. Aber im Büro arbeitet mehr als 100 Personen. Ja, und ist ich ja kann, egal. Ich will ich, ja nicht ich von kann einer nicht die Telefon, ich kann nicht die Telefonnummern von allen Personen wissen. So will ich ja auch also, nicht. Ich will ja nur die Telefonnummer von Ihrer Firma haben. Nur die Telefonnummer von Ihrer Firma, nicht von irgendeinem Mitarbeiter. Von Ihrer Firma. Ich kann Ihnen also von unserer Firma, unser Hauptbüro ist in Toronto. Ja. Sie können dort anrufen. Ja, dann kriege ich jetzt von Ihnen diese Telefonnummer. Ja, Sie können das auf unserem Website finden und dann warum dort sagen Sie mir anrufen. Die Nummer nicht einfach? Ich kann. Moment bitte. Mhm. Ja. Hey, das war's leider schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. In der nächsten Woche geht's schon direkt weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreib gerne noch was in die Kommentare, was du über unsere netten Betrüger hier an der Telefonleitung so gehalten hast. Abonniere gerne den Kanal, wenn du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos, schau auch da gern mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!